Die ehemaligen Sportler zeigen mit der kleinen Kugel viel Geschick und Gefühl. VfB-Ikone Karl Allgöwer mit Routine. Europameister Stefan Kunz macht alles mit links. Weltmeister Uwe Bein mit dem tödlichen Pass. Weltmeisterin Renate Lingor mit Leidenschaft. Boxphantom Sven Ottke setzt auch bei der InnoGreen UNESCO Golf Charity gezielte Treffer. Doppel-Olympiasiegerin Ingrid Mickler-Becker zielsicher und Hochsprung-Weltrekordler Thomas Zacharias kann nicht nur hoch, sondern auch weit. Sie alle eint die Leidenschaft für das Golfspiel. Man war als Profi, Fußballprofi, ehrgeizig. Und das kann man im gewissen Alter im Fußball nicht mehr erreichen. Diesen Ehrgeiz, da schadet man sich selber, während beim Golf immer bessere oder mehr Möglichkeiten da sind. Es gibt einen Spruch in Englisch, greatest game there is. Das trifft so ziemlich. Es ist einfach wahnsinnig facettenreich. Man muss mental stark sein, man muss körperlich fit sein. Man hat jeden Tag eine andere Aufgabe vor sich. Die Golfplätze ändern sich, die Bedingungen ändern sich. Es ist nie das Gleiche. Man ist viel an der frischen Luft. Es ist nicht viel anders wie beim Fußball. Da ist man auf dem grünen Rasen. Hier ist man auch auf dem grünen Rasen. Der Ball ist ein bisschen kleiner. Alle haben neben dem Spaß am Spiel natürlich immer den guten Zweck im Hinterkopf. Weil ich das als Bedürfnis und als Verpflichtung ansehe, weil ich habe in diesem Leben sehr viel Glück gehabt und habe sehr häufig auf der Sonnenseite des Lebens gestanden. Also zunächst mal, UNESCO ist eine von den seriösen Hilfsorganisationen, wo wir auch sicher sind, dass das Geld dort ankommt, wo man es gerne haben möchte. Und klar, dass die Kinder die Zukunft für die nächsten Generationen sind, versteht sie von allein. Und deswegen wissen wir auch, dass wir hier bei Frank Schlageter und seiner Frau einem guten Turnier teilnehmen, was eben auch immer sehr viel Geld einspielen kann. Also ich habe selber 3 Kinder und bei so einer Geschichte engagiere ich mich sehr gerne, weil es eine Menge Spaß macht und ich denke auch ein bisschen was bringt. Gleiches gilt für die zahlreiche Prominenz aus der Modewelt bei der Gala am Abend zuvor. Die Menschen haben nichts, gar nichts. Und wir haben alles. Wir haben, uns geht es so gut. Und dafür setze ich mich ein, dass man dann einfach auch ein bisschen Geld gibt, damit andere Menschen genauso gut leben können wie wir auch. Ja, gerade UNESCO ist ja, die bauen ja auch Schulen für die ärmeren Länder. Und ich finde das unheimlich wichtig. Ich engagiere mich für UNESCO, weil ich bin Afrikaner. Ich komme aus dem Senegal. Und was UNESCO steht vor, ist die Education für alle Kinder in Afrika und dann die helfen auch die armen Leute. So kann Chiara Ohofen im Crown Plaza Heidelberg aus den Händen von Veranstalterin Simone Schulze den stolzen Spendencheck für die Stiftung UNESCO entgegennehmen und 200 Gäste sind sich einig, dass die UNESCO Golf Charity im kommenden Jahr auch zum 12. Mal stattfinden wird.